Signore Sebastian Brummer. De Monti und de Fonti. Jetzt sag mal, Monti, was fällt jetzt dir da so zu unserem Dreschflegelein? Nun, es ist doch wohl ein Zeichen aus einer Zeit, in welcher der Mensch noch eingebunden war in seine körperliche Arbeit, seine Zeit nicht sinnlos in Fernsehstudios verbrachte. Es war dies eine Zeit, in der ich als Landpfarrer auf zufriedene Menschen traf, ohne Verwirrtheiten und durch die Medien bestimmte Lüste moderner Gottfremdheit. Jener Zeit, als du noch Hausarbeiten beieinander saß und nicht der Dumpfheit moderner Fernsehunterhaltung verfiel. Keuschheit und Reinheit waren in arbeitserfüllten Körpern, Demut und Gläubigkeit in gotterfüllten Herzen. Signore, da schon ein netter Beitrag zur Wiederbelebung des Dreschflegel gezeigt hat. Ich muss zunächst einmal gegen diese Verunglimpfung auf das Schärfste protestieren. Es heißt nicht Monsignore der Schlang, sondern ein hochwürdigsten Monsignore der Schlang.
Ansonsten werden ich und die Staatsregierung den Vorschlag im Sinne rechtsstaatlicher Verträglichkeit prüfen. Sie wissen ja, dass es in unserem Land bestimmte Gruppen gibt, die jede Maßnahme der Staatsregierung infam und parteiisch kritisieren. Wir streben auch hier unter der Führung Bayerns eine gesamtdeutsche Lösung an. In Originalgröße. Dr. Sackel, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich mach uns überhaupt. Ich bin immer weggefragt, ob Sie was zu unserem Dreschwedel sagen. Und Sie hätten dann schon gehofft. Schwein, die du es im Fuß abspielst.